بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich möchte heute über das Thema Macho-Muslim und deutsche Freundin reden. Es ist ein unheimlich wichtiges Thema, insbesondere in der heutigen Zeit und in diesem Land, weil es eine Angelegenheit ist, eine Tat ist, die den Islam durch den Dreck gezogen hat. Das heißt, dass muslimische Jugendliche einen auf super Macho Casanova machen, durch die Diskus ziehen, einen auf ganz cool machen, überall die Freundin auf gut Deutsch klar machen, Telefonnummer, hier eine Freundin, da eine Freundin, hier eine Freundin, da eine Freundin. Und am Ende erzählt er dann, nachdem er so unzüchtig die ganze Zeit gewesen ist, ey, wenn ich später mal heirate, meine Frau muss unbedingt eine Jungfrau sein. Das heißt, dann soll dann die heilige Jungfrau aus dem islamischen Land nach Deutschland eingeflogen werden. Das heißt, er hat sich die ganze Zeit benommen, wie, ja, welches Wort soll ich verwenden, wie die größte Drecksau, wollte ich gerade schon sagen, weil das Wort will ich doch nicht benehmen. Ja, wie der größte Scharlatan. Er hat die ganze Zeit für sich in Anspruch genommen, vor der Ehe Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Frauen zu haben. Und dann will er plötzlich dann irgendwann mal die Jungfrau heiraten. Das heißt, die Frauen vorher. Und dann sieht man dann oft noch, wie respektlos mit den Freundinnen vorher umgegangen wird. Das sind dann meistens Deutsche. Die sind ja sowieso Dreck, so nach dem Motto. Ja. Die kann man ja schön als Versuchskaninchen vor der Ehe benutzen, ja, damit man Versuchskaninchen halt, ja, damit man sich ein bisschen was, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und dann später heiraten wir mal die heilige Jungfrau. Schauen wir mal, was der Koran dazu sagt. Oder? Wenn wir Muslime sind und wir sind ja sogenannte Salafisten, wir nehmen den Koran ja wörtlich, wollen wir mal gucken, ob das so islamkonform ist. Erstmal muss man eine Sache feststellen, es ist im Islam wie auch im Juden und im Christentum sowohl für Mann als auch für Frau verboten, unehelichen Geschlechtsverkehr zu haben. Sowohl vor der Ehe als auch nach der Ehe, obwohl es nach der Ehe noch schlimmer ist. Schau mal, was hier im Koran zu diesen Leuten steht, weil der Koran, der wusste ja schon, also Allah wusste ja schon damals, was heute mal passieren wird und was der Koran diesen Leuten, ich will nicht sagen Möchtegern-Muslims, aber sie benehmen sich wie Möchtegern-Muslims. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie keine Muslime sind, aber sie machen auf jeden Fall eine riesengroße Sünde und mit ihrem Verhalten schaden sie dem Islam enorm. Denn viele Mädchen, viele deutsche Mädchen, die Islamhasserinnen werden, sind Frauen, die mal einen Freund aus einem bestimmten Islam, aus bestimmten islamischen Ländern hatten, können ja verschiedene Länder sein, und dann wie Dreck behandelt worden sind und dann sehen, wie sie die ganze Zeit nur ausgenutzt worden sind. Das ist natürlich auch respektlos und unmenschlich und unwürdig für einen Muslim, sich so zu benehmen, weil man muss ehrlich sein. Das heißt, man kann nicht mit einer Frau zusammenkommen und ihr erzählt, oh, ich liebe dich, du bist die Beste, da. Und im Endeffekt will man sie nur als Versuchskaninchen ausprobieren. Ja, schauen wir mal hier, was der Allah sagt. Sure 24, Vers 3. Gut zugehört für die Macho-Muslims, die die deutsche Freundin als Versuchskaninchen benutzen wollen. Ja, hier. Ein Unzüchtiger und dann später noch dann die Jungfrau heiraten wollen. Ja. Ein Unzüchtiger darf nur eine Unzüchtige oder eine Götzendienerin heiraten. Den Gläubigen aber ist das verwehrt. Ah, das ist aber hier eine Sache. Ein Unzüchtiger darf nur eine Unzüchtige oder eine Götzendienerin heiraten. Und eine Unzüchtige darf nur einen Unzüchtigen oder einen Götzendiener heiraten.
Ich muss verraten, natürlich, wenn man vor der Ehe dann Tauba macht von den Sünden, die man gemacht hat, ist es wieder etwas anderes. Aber Tauba, das heißt Reue zeigen, dass man sagt, boah, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich so viele Freundinnen hatte, ist natürlich schwer zu machen, wenn man das schon im Voraus plant. Ja, ich mache erstmal 10 Jahre Halligalli, mache einen auf Gigolo, ja, geh durch die Discos, mache die Freundin klar und dann irgendwann höre ich dann mal auf, wenn ich etwas älter bin und dann lasse ich dann aus meinem Heimatland die heilige Jungfrau heiraten. Ihr habt es gelesen. Das war übrigens die wunderbare Übersetzung, ja, die vom Lies-Projekt verbreitet wird. Aber es wird ja immer erzählt, genau, es wird ja immer erzählt, ja, diese Übersetzung ist falsch. Kein Problem. Die Leute, die erzählen, die Übersetzung ist falsch. Übrigens, jede Übersetzung hat ihre Mängel. Jede Übersetzung. Weil die Übersetzung kann niemals an das arabische Original herankommen. Aber wenn einer ein Problem hat mit der Übersetzung, soll er uns doch bitte zeigen. Übrigens, das ist nicht mein Projekt. Ich verteidige hier nicht mein Projekt, sondern ich verteidige hier ein Projekt von Ibrahim Abu Najib, was ein Top-Dauer-Projekt ist. Okay? So. Dann soll er uns doch bitte zeigen, wo hier etwas falsch übersetzt ist, wo etwas sinnentstellt ist. Einmal hat mich einer angerufen, ja, es gibt hier so und so viele Fehler, bla bla bla. Da habe ich gesagt, okay, schick mir die. Da hat er mir eine Sache geschickt, wo es um ein Synonym geht. Das heißt, man könnte das so oder so übersetzen. Ist keine Veränderung der Bedeutung gewesen. So, bringen uns das. Deswegen habe ich jetzt noch hier den Koran von Rudi Paret, Nicht-Muslim. Der kann also unmöglich ein sogenannter Salafist sein, geschweige denn Wahhabit. Der ist auch schon tot, schon lange tot, schon lange gestorben, bevor das Wort Salafist überhaupt in den deutschen Medien erfunden wurde. Ja, hier steht dann, Sure 24, Vers 3. Und ein Mann, der Unzucht begangen hat, kann nur eine ebensolche oder eine heidnische Frau heiraten. Also hier steht dann nicht ein Unzüchtiger, sondern ein Mann, der Unzucht begangen hat. Und anstatt Götzendiener steht hier heidnisch. Ja? Und eine Frau, die Unzucht begangen hat, kann nur von einem ebensolchen oder einem heidnischen Mann geheiratet werden. Für die übrigen Gläubigen ist dies, die Heirat mit jemand, der Unzucht begangen hat, verboten. Gut zugehört? Das ist der Punkt. Und ich will hier eine Sache sagen, eine Warnung an diese ganzen Leute aussprechen. Die große Sünde führt zum Kuffer. Die kleine Sünde führt zur großen Sünde, die ständig gemacht wird, die große Sünde führt zum Kuffer. Und warum ist das oft so? Weil man oft mit der Zeit anfängt, sich eine Sünde halal zu reden. Und das haben wir schon öfters erlebt. Leute fangen an, ja, und weil ja alle in der Gegend, das ist eine Schande, es ist wirklich eine Schande. Weil ja sowieso alle Jungs schon eine Freundin hatten, ja, ist das ein Kavaliersdelikt. Wie? Hast du keine Freundin? Aber wenn die Schwester einen Freund hätte, uiuiui, da geht die Post aber ab. Warum? Aber nicht wegen Islam. Nee. Sondern weil es könnte ja der Nachbar irgendwas sagen. Es könnte ja in der eine Schande für die Familie sein. Es geht nicht um Schande für die Familie. Es geht hier um Allah. Allah hat das verboten. Es geht nicht darum, was der Nachbar denkt, was die Frau denkt, was die Tante im Heimatland denkt. Es geht um Allah. Allah hat das verboten. Für ihn machen wir das. Wir machen das nicht für den Nachbarn, für die Tante, für den Onkel, für die Familie, damit die Familie rein bleibt. So einen Schrott kennen wir nicht. Ja, diese ganze Ehrgelaber, die Ehre der Familie. Es geht hier um ein Gesetz Allahs. Ja? Und von diesem ganzen Mittelalter, oder was heißt Mittelalter, von diesem ganzen Steinzeitschrott muss man sich mal verabschieden. Islam ist Qala Allah, Qala Rasulullah. Allah hat gesagt und der Gesandte hat gesagt. Und nicht in meiner Familie, der türkische Taxifahrer, der ägyptische Metzger hat mir erzählt. Ja? Hier, das ist die Botschaft. Und die Botschaft ist, sowohl Mann als auch Frau dürfen keinen unehelichen Geschlechtsverkehr haben. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Punkt. So. Aber leider, leider, in vielen muslimischen Familien ist das so, dass der Junge, der in die Disco geht, ist alles nicht so schlimm, ist ja ein Junge. Warum? Warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Weil der Maßstab nicht Koran und Sunna ist, sondern der Maßstab ist, was könnte der Nachbar denken?
Was könnte die Familie denken? Was könnte man über die Familie erzählen? Es könnte ja jemand erzählen, oh, weißt du, hast du gehört? Ja, aber was denn? Ja, die Karima von der Familie so und so, die hat einen Freund. Das ist das Problem. Es geht also nicht mehr um Allah, sondern es geht um den Ruf. So, und hier sage ich, man muss Allah fürchten. Weil hier ist man schon weit weg vom richtigen Weg, von dieser Gedanke. Auf einmal ist die Familie wichtiger als Allah. Auf einmal ist das, was einer über einen sagt, wichtiger als das, was Allah, wichtiger als wie man bei Allah steht. Und oft ist es so, dass Leute, die immer weiter Sina machen, am Ende sich Sina halal reden. Ach ja, was ist das schon? Ach ja, was soll daran schlimm sein? Einmal sagte jemand zu mir, als ich den Islam angenommen habe, und da habe ich gesagt, weil ich hatte, ich will nicht über meine Vergangenheit reden, aber ich habe auf jeden Fall, wie ich den Islam angenommen gehabt habe, wie ich den Islam angenommen habe ich gesagt, ich möchte keine Freundin mehr haben, sondern ich möchte heiraten. Keine Unzucht mehr. Da meinte einer zu mir aus einem islamischen Land, boah, früher wollte ich immer Leute zum Islam bringen, aber dich muss man ja wieder vom Islam wegbringen. Bist du bescheuert? Bist du verrückt? Aha, das heißt also, man ist verrückt, wenn man den Geboten von Allah folgt. Diese Aussage ist Kuffer. Diese Aussage impliziert Kuffer. So krass ist das. Und so krass ist das bei einigen geworden, dass das so selbstverständlich ist, dass das im Herzen nicht mehr als Sünde gesehen wird. Und deswegen sage ich noch eins, liebe Geschwister im Islam, haltet euch fern von dieser Sünde. Und glaubt mir eins, wie oft haben wir es schon erlebt, ein Bruder lässt die Sau raus auf gut Deutsch. Und plötzlich wird er in seiner Familie getroffen, durch seine Mutter, durch seine Tante, durch seine Schwester, das, was ihm genau wehtut. Oder durch seine Frau. Wie oft haben wir es erlebt, ein Bruder hat gedacht, ja, er könnte schön erstmal wie Gigolo durch die Gegend tanzen und dann könnte er am Ende die heilige Jungfrau in Anführungsstrichen aus seinem Heimatland heiraten und dann hat er die Katze im Sack geheiratet. Da kam auf einmal die heilige, nicht die heilige Jungfrau, sondern, naja, ich will es nicht aussprechen. Ja? Das passiert oft, glaub es mir, es ist dann die Strafe im Diesseits schon. Und Allah sagt, كَذَلِكَ الْعَذَابُ. Dies ist die Strafe im Diesseits. Doch die Strafe im Jenseits ist heftiger. Und der Prophet a.s. berichtet davon, dass die Strafe im Jenseits, dass es dazu gehört, dass er einen Ofen gesehen hat, wo Männer und Frauen drin sind. Und immer wenn es heiß wird, wenn die Flammen hochkommen, dass sie fast oben aus diesem Ofen rausschießen. Daran sollte man denken. Möge Allah uns vor Sina bewahren. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich davor schützen? Ganz kurz. Dua. Dass man Allah darum bittet, oh Allah, helfe mir, als Jungfrau in die Ehe zu gehen. Beziehungsweise als jungen Mann, wie man es auch will. Ich rede von Mann und Frau. Zweitens, richtiger Freundeskreis. Wenn man den ganzen nur mit Gangster-Rap-Opfern unterwegs ist, den ganzen Tag, da muss man sich nicht wundern, wenn man nur zugedröhnt wird von, ey, ich Punkt, Punkt, deine Mutter, ey, ich dies, das und du H, Punkt, Punkt, so und dies und das, ey, ich mache mit dir das und das und bla bla. Da muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann anders tickt. Das ist Gift fürs Herz. Das sind, wie Ibn Qayyim sagt, die Gifte fürs Herz. Und wenn das Herz einmal tot ist durch das Gift, hat man ein richtiges Problem am Hals. Das heißt, Dua, richtiger Freundeskreis. Dann heiraten, wenn es ganz schwer wird, fasten. Und glaub mir eins, derjenige und diejenige, die als Jungfrau in die Ehe geht, die das für Allah gemacht hat, Allah wird sie belohnen, inshallah. Denkt dran, das ist meine Botschaft an die ganzen Macho-Muslime mit deutscher Freundin. Und es geht nicht unbedingt nur um Deutsch oder Türkisch oder was auch immer, nur warum ich dieses Beispiel deutsche Freundin genommen habe, ist, weil das gerade auch noch dem Islam schadet. Es ist echt eine Katastrophe. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich habe mir letztens seit Jahren, bin ich auf YouTube einfach mal auf eine Talkshow gegangen. Und da habe ich mir da angeguckt, was da einige Muslime für einen Schrott loslassen.
Ey Mann, ey, ich darf ruhig eine Freundin haben, aber wenn ich dann später mal heirate, ey, und ich krieg sie alle, ey, das ist eine Katastrophe, ist das. Das ist eine Schande für den Islam. Und dann kommen noch solche Freaks und erzählen, wir schaden dem Islam. Dann sagen wir, wie viele haben bei dir den Islam angenommen? Das hier, die persönlichen Erfahrungen, sind viel schwerwiegender als das, was man in den Medien sieht. Eine Frau, die schlechte Erfahrungen gehabt hat mit einem Scharlatan. Ja, und das ist das, was die Frauen dann oft sagen. Ja, die tun immer einen auf heilig, die nehmen sich die Religion immer, wenn sie ihnen passt. Wenn sie eine Freundin heiraten können, wenn sie eine Frau heiraten können, die Jungfrau ist, ja, dann sind sie auf einmal ganz religiös. Aber selber, die Sau raus, das, damit machen wir uns unglaubwürdig. Und deswegen mein Aufruf an alle Geschwister, haltet am Seil Allahs fest und haltet euch von Sina fern. Jazakum Allah khairan, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.